Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Valhalla auf meinem und Minekings Kanal. Ja, hi. Hallo, es ist lange her, dass wir zusammen gezockt haben. Ich habe super viel allein gespielt. Wir haben jetzt einen Geheimgang, wir haben ein geheimes Lager. Und wir haben eine komplett automatisierte Farm, womit man alles mögliche farmen kann. Alles unterirdisch. Zeigen wir euch natürlich nicht, weil Top Secret. Genau. Die Farm ist halt nichts Besonderes, die farmt halt so Weizen und alles mögliche und Karotten und so, damit wir was zu essen haben, wie ihr seht. Und ja, dann würde ich sagen, die Folge soll nah bei Weihnachten kommen. Sollte die nicht an Weihnachten kommen? Das weiß ich ja noch nicht. Also meine kommt an Weihnachten. Ja genau, also eigentlich soll sie auch an Weihnachten kommen bei mir. Die Sache ist halt so, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Also wir haben noch einen Mutterdrachen, den wir haben, den wir noch töten können. Wir haben das, was wir jetzt machen wollen. Und wir haben da noch ein ganz anderes, großes Projekt. Genau. Und ich würde sagen, wir starten mit unserem kleinen Weihnachtsprojekt. Und zwar haben wir uns überlegt, wie cool wäre es denn jetzt in der Weihnachtszeit. Also du hast Weihnachten, das überlegt. Ne? Ich habe mir das überlegt, ja gut. Und habe mir das überlegt, wieso bauen wir uns denn keinen schönen Weihnachtsbaum hier in unser Dorf. Wir haben so ein paar Sachen, mit denen wir den schmücken können, was wir quasi als Weihnachtskugeln in Klammern gesetzt nehmen können. Und ja, Goldblöcke. Ja. Ja, ich glaube, davon haben wir wirklich am meisten. Egal. So, ja. Abgehoben. Deswegen habe ich gesagt, wir tun einfach so einen tollen Baum bauen. Die Sache ist halt so, ich will kein Fichtenholz jetzt hier hinsetzen und den dann wachsen lassen, weil die Dinger können ja riesig werden. Aber irgendwie selber bauen können wir den halt nicht, deswegen müssen wir das irgendwie mit dem Setzling machen, oder? Ja, ich denke schon, ja. Haben wir noch ein Fichtenholz-Setzling? Das ist in der falschen Küste. Da oben. Ja, hier, Fichtensetzling. Was? Ja. Ich hoffe, wir müssen auch noch da gewesen sein. Ich habe übrigens noch. Perfekt. Ich würde sagen, eigentlich, wir stellen dich hier vorne sogar hin, oder? Weil ich habe meine Werkzeuge verloren. Irgendwie. Ach, Scheiße, da habe ich, glaube ich, beim Mutterdrachen vergessen. Ja, aber da kommen wir eh nochmal dran vorbei, also. Ja, dann passt das. Jetzt gehen wir noch Hühnchen. Genau, komm mal zu mir. So. Ja, ich. Hä? Ich kann das nicht da reinmachen. Das. Ah, doch, jetzt. Was? Ja, ich hatte so zwei so Schenkel in meinem Inventar, das ging nicht. Ja, unsere Farm ist sehr FPS-Ziel, also man leckt ein bisschen jetzt bei uns auch, aber... Es leckt jetzt überall auf dem Server, sogar bei uns. Ja, ja, und das soll was heißen, ne? Ja, ist so. Ich würde sagen, wir können hier so den Tannenbaum hinstellen, oder? Ja, ja, hier hat's ja am besten Platz. Oh, ja. Ja, ich würde sagen, hier so, oder? Warte, ich guck gleich. So. Ja. Muss der nur noch wachsen. Ich hoffe, der wird groß. Was machen wir in die Zeit? Oh ja, das ist doch ein schöner Weihnachtsbaum, aber irgendwie ist er so ein bisschen eingeengt. Ein bisschen eckig ist er. Sagen. Ja. Wollen wir den nehmen oder wollen wir nochmal einen neuen machen? Ja, ich habe ganz komische Sounds. Also wir können den eigentlich nehmen, weil der ist schön groß. Du wolltest zwar nicht so einen großen haben, aber juckt mich nicht. Egal, wir nehmen den. Oh mein Gott, Leute, ich wollte gerade in den Geheimgang gehen. Leute, kurzer Cut mal hier oben nochmal. Ich wäre gerade fast in den Geheimgang gegangen. Deswegen kurzer Cut hier. Ich muss kurz unsere Verzierungsmöglichkeiten holen. Willst du nicht Wolle nehmen dazu? Die wieder reinfärben? Aber kann ich so viele vielfarbige Wolle. Ja, gut, ja. Oh, Leute, hier sind noch 33 Dragon Scale Dinger. Ja, moin. Aber ganz schnell mit uns ich wollte mal ein bisschen verzaubern, Leute, weil ich habe hier fast 30 Level. Ich habe 45 Level. Perfekt. Ich guck mal kurz auf dem Buch nach. Du findest hier kein Lapis, wenn du suchst. Stimmt. Oh, aber Gott. Es könnte sein, dass hier ein... Ah, nee, ist es nicht. Ja, ich hol kurz. Ich bin dafür, dass wir so eine Kiste mit Lapis so neben unseren Verzauberer-Tisch machen. Ah, wir haben ja eine automatische Lapis-Farm, also... Das werden wir kurz nach unten in den Keller holen. Kurz aus der Kiste, die Lapis produziert. Kurz Lapis und dann bin ich wieder da. Warte, hier. Lapis-Lazuli. Da. Oh, wir haben ja schon so 7 Stacks. Nee, wir haben schon 12 Stacks Lapis produziert in der letzten Zeit. Kannst du, Was kann ich? Ich kann nichts. Nee, es ist alles okay. Also, wenn du mir Lapis hochbringst, ist kein Ding. Haben wir eine Level-Farm? Nein, also doch, im Nether. Ja, okay, dann ist... Okay. Aber ich will da nochmal was Effizienteres bauen. Okay. Hier.
Habt ihr das dort gedroppt? Ja. Ich guck nur auf Bücher nach. Okay. Buch Schutz 3. Das ist doch. Ich kann, achso, ich Schutz 3, oder? Schutz 3 nehmen wir mal. Muss kurz gucken, was ich überhaupt bekomme. Haltbarkeit. Meine Rüstung ist schon durchverzaubert. Dornen. Hier Axt. Haltbarkeit. Effizienz. Na ja, gut. Haltbarkeit. Hey, hab du kannst mir auch mal deine Rüstung geben. Da kann ich mal gucken. Ich gebe dir mal ein Buch. Ich habe auch Bücher. Da ist ja noch gar nichts verzaubert. Ich weiß, ja, ja. Also ich würde auf deine Emerald Brustplatte Schutz bekommen. Wie viel? Schutz 2. Ja, okay, ne, warte, dann gib mir, dann mache ich da Dings drauf. Ah, ich bin noch gar nicht Level 30, perfekt. Was willst du denn da drauf machen? Ja, Dornen 2. Nein, mach das nicht, das geht zu schnell kaputt. Ja, okay, aber wenn ich dann noch Haltbarkeit mache mit einem Buch? Ich mach erstmal Schutz 2 auf deinen Helm, ja. Schutz 2. Dann hab ich noch auf deiner Hose. Mhm. Ach, scheiße, jetzt hab ich. Ja, egal, warte mal. Auf deiner Hose würde ich auch Schutz 2 kriegen. Ja, ne, gib, ich bekomme Schutz 3. Oh ja, überall. Dann nimm hier mal deine. Aber perfekt. Ich mach's aber erstmal noch kurz ins. Ich könnte Wasserläufer für dich auf deine Schuhe machen. Wasserläufer. Oh ja, Wasserläufer wäre aber echt geil, ja, ja. Ich war, du hast Schutz 4 noch drauf bekommen. Oh, oh, mashallah. Auf deine Schuhe. Oh, Ehre, Alter. Da, Schutz 2. Brustplatte hatte ich aus der Seelenkraft verzaubert. Egal, wir können ja noch mit Büchern machen. Nur mal ganz kurz auf meine Leggings, Alter. So, ach genau, du kannst mir dann auch noch mal ein Buch geben, wenn du noch eins hast. Und wenn nicht, ich gucke kurz ins Lager und hol neue. Ja, wir haben da noch einen Stack. Ja, ja, always okay, draft und dann gehe ich kurz ins Nether. Ja, und Farms Level. Jo, ich habe auch noch 34 jetzt. Auf, oh, Verbrennung 2 könnte ich drauf machen. Und Schutz 2. Also könntest du Schutz 4 machen. Schutz 3 auf deine Brustplatte schon. Oh Gott, wieso bekomme ich den Schaden hier? Ich mach da, glaube ich, Verbrennung drauf, was ist oder? Das, da hast du auch Verbrennung auf deinem Schwert. Alter, was ist denn hier los? Aua. Was ist denn hier passiert, Alter? Ich sehe keine Monster. Ich hab einen Schutz, in Verbrennung 2 Buch für dich. Wieso ist unser Amboss schon wieder weg? Das ist. Ich hab letztens da erst 9 gecraftet, weil keiner mehr da war. Und den muss doch jemand geklaut haben. Ja, ich schon. Wow, der Amboss verschwindet doch nicht von alleine. Kommen die jetzt? Nee. Was ist das? Hm? Der Amboss macht sich immer flüchtig. Oh doch, okay, jetzt kommen die. Okay, dann, ne? Aber wir haben nicht mehr so viel Eisen. Ja, guck mal. Digga, das leckt hier im Nether auf. Extrem. Wir sind echt knapp bei Kasse bei Eisen. Oh, oh. Egal. Mache ich wieder einen neuen Amboss. Lol, der Amboss hat bei mir gar keine Textur. Nein, ich hab Gold bekommen. Der Amboss hat bei mir keine Textur. Ach, das ist also ein. Nein, ich meine in meinem Inventar aber auch. Ich habe den gerade neu gecraftet. Wenn ich den hier platziere, müsste er ja so ein komischer Block sein. Ja. Ist er auch. Wenn ich hier. Plünderung 3 gibt's doch, oder? Na, was ist das, Alter? Du könntest dir Plünderung 1 auf dein Schwert machen, wenn du willst. Okay. Ich habe so ein paar Bücher für dich. Die tue ich mal oben noch in die Chest. Die tue ich da, wo früher unsere Ärzte drin waren, rein. Oder? Bei mir leckt diese Mobslang übel rum, Alter. Das ist hier ganz schlimm. Vielleicht müssen wir unsere Farben dann nochmal ein bisschen verkleinern, aber ja. Ah ne, ich hab meine Tools gefunden, ich hab die mitgenommen. Ach so, du hast die mitgenommen, okay, perfekt. Ja, ja, ich dachte mir, du hast es vergisst. Du hast es vergisst, okay. Nein, ich dachte, dass du es vergisst. Ach so. Ist halt auch möglich. Die sind in der Müllchest. Wollte fast. Oh, da sind ja noch zwei, ja moin. Wollte fast ein Water MLG machen, aber. Im Nether. Ja, haben mich zum Glück dagegen entschieden. Scheiße, wie komme ich dazu? Oh, Digga, Arthur Server, echt zum Kotzen. Ja, ich find's komisch, aber unser Server, wo wir sonst letzte Freitag Nacht oder Donnerstag, ne? Wir haben auf jeden Fall mit irgendwie 10 Leuten. Nicht da am Einkriegen. Was? Ja, nee, ich meine nicht hier auf diesem Server, sondern, Digga, ein Stream-Server, wo du mal streamst drauf. Ja, ab und zu dieser BBSMP. Da waren wir letztens mit 10 Leuten drauf, null geleckt. Und wir hatten da auch viele Plugins und hatten auch extrem viele, ja, und hatten auch extrem viele, Plugins drauf, also das Doppelte, was wir hier an Mods drauf haben. Ja, aber ich glaube, wir kommen einfach mal besser, wenn wir den Server hier einfach mal so. Oder ich komme hier nicht durch. Es ist.
wenn wir den Server mal so machen, dass man quasi... Ah ja, hier geht's, alles klar, Digga. Das Spiel hast du nicht einfach. Wie kennt man das denn eigentlich? Ach so. Dass man das einfach mal so macht, dass man dieses... Ach Junge, ich bin aber zu dumm zum Reden. Ja. Dass man den Arbeitsspeicher, den Spielerslot auf, 10, auf 50 macht. Wir haben den Spielerslot oder auf 100. Ich weiß nicht, wir haben das nicht auf 50. Nein, wir haben das aber nicht auf dem Höchst. Man konnte das noch höher stellen. Ja, das kann sein. Kacke, mir fehlt einmal Wolle. Komm mal her. Digga, ich hab mich sogar durch meinen Block durchgeglitscht, gerade weil es geleckt hat. Auch einmal gelben Farbstoff. Oder man braucht so lange, um zu essen, Alter. Ja, Löwenzahn, Dings, Pflanzen. Ja, Digga, die gibt's aber halt mal nicht überall und vor allem nicht bei uns auf dem Berg. Ja, stimmt. Aua. Oh, das hinten auf der Wiese, ich sehe welche. Oh, spring kurz von meinem Haus runter, zack. Zwei Herzen Schaden. Hä, hey, was ist das für? Hab ich denn für ein Texture Pack drin, Alter? Egal. Hast du nicht dein normales drin? Also doch, das Texture Pack schon, aber irgendwie habe ich was mit den Sounds geändert, scheinbar. Ist das jetzt anders? Du hast die Sounds geändert. Ja, es kommen irgendwie so krasse so Drop-Sounds irgendwie, wenn ich irgendjemanden umbringe oder ein Level aufsteige oder so. Hast du doch das Monte-Ding drin? Stimmt. Immer. Oh, warte, aber das ist. Warte, ich komm kurz zurück. Ich muss kurz drüben dann gucken, weil das wäre nicht so schlau. Ja, ja, ja. Hier Monte doch. Digga, die kommen hier alle durch. Ich sei, Digga. Ja, ja, komm, geh doch mal Level, Alter. Egal. Oh, warte. Ich kann einfach gerade auch nicht essen. Ich will kurz. Haben wir hier einen Villager irgendwo bei uns? Oder muss ich dafür ins, nächste Kaff? Ach so, ne? Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe gerade aktuell dieses Go-Kart-Video, was ich gemeint habe, ja, nicht aufnehmen, weil ich mir meinen Fuß verstaucht habe. Perfekt, Alter. Oh, nee. Ich will auch, ich kaufe mir selbst zu Weihnachten eine GoPro. Ich muss mir auch ein bisschen selbst schenken hier. Und ich und mein Kumpel und werden dann ein bisschen Tiefschnee fahren gehen bei uns in der Nähe. Oh ja. Weil ich denke, das wird auch sehr geil. Weißt du schon, was du dir für eine holst für eine GoPro? Also ich Hero 7. Empfehlen, weil das ist super geil. Ah ja, ich habe die Hero 5 Black. Ja, eben. Eben, ich will halt ein etwas neueres Modell. Gut, aber ist halt auch etwas teurer. Aber ich kaufe sie sowieso schon gebraucht, weil... Habe ich meine auch, Digga. Ja, weil, Digga, die kannst du nicht zahlen, GoPro. Alter. Die kann man die neue Hero 10 kostet irgendwie 500 Tacken, Alter. Ja, ich habe meine für... Meine, die, also ich kaufe die halt, die meisten dort sind so circa um die 110 bis 150 Franken, beziehungsweise eben Euro circa. Nein, oh Gott. Meinst du gerade, dass du einen Fehlkauf gemacht hast? Nein, so eine, ey, ich habe gesehen, Leute verkaufen so eine Hero 3 oder so, so für 500 Dollar, und, also Euro oder Franken, keine Ahnung, Geld Euro einfach. Drin. Dann denke ich mir so, Digga, was ist mit euch? Ach mein Gott, ich bin so dumm, da ist einfach ein Block. Perfekt. Nee, ich habe meine für, wie habe ich bezahlt? Ich glaube, ich habe 85 Euro bezahlt oder so. Ja gut, das geht voll klar für eine Hero 5. Oder du hast eine Hero 5, oder? Ja. Ich habe mir auch eben auch überlegt, dass ich mir eine GoPro... kaufe halt eher eine neue, wie gesagt, die 7, die ist ja auch relativ neu noch. Und dann würde ich mir dann sozusagen für andere Videos so eine zweite holen, aber halt eine günstigere mit halt schlechterer Qualität. Aber es ist dann einfach so, wenn irgendwie etwas passiert sozusagen. GoPros. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, ich frage mich gerade auch. Ja, das ergibt einfach keinen Sinn, was du da erzählst. Ja, ist so. Die Sache ist halt so, die zweite GoPro lohnt sich halt absolut nicht. Muss ich, also meiner Meinung nach. Kommt halt drauf an, was du machst. Ich weiß nicht, wozu du die brauchst. Ja, was du auch gerade überlegen. Ich verstehe es, wenn du. Wenn wir mit mehreren Leuten gehen, dann könnte man auch halt natürlich noch die verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Ja, aber wenn man sowas mit mehreren Leuten macht, bin ich eher der Meinung, dass man da und notfalls auch mal ein Handy nehmen kann von der Person so. Ja, klar. Für Zweitkamera reicht, glaube ich, ein Handy. Ja, oh, das ich stimmt. Bin so dumm. Hä, hat hier keine Villager? Sind die alle tot? Wo bist du in unserem zweiten Dorf? Oder bist du in dem, wo du hinfahren kannst mit der Bahn? Ach stimmt, wir haben hier eine Bahn. Ach Gott. Sie ist schon wieder vergessen. Ja, nee, ich bin im anderen, aber die sind scheinbar alle
Alle doof. Die hatten alle einen Unfall in dem zweiten. Ja, alle, was ist das ganze Dorf. Und wo ist denn nochmal das andere? Das, was eigentlich so nah ist bei uns. Ja, das, was so nah ist, ist das andere. Oh ne, es regnet. Ja, wollte gerade sagen, oh ne. Kurzer Zaubertrick. Ja, ey, wirklich, das kann uns ja wohl keiner. Seit wann hast du diese Berechtigung? Was zu zaubern? Ja, ja. Seit irgendwie ein paar Tagen, glaube ich. Ja, okay. Na, egal. Mittlerweile kann, glaube ich, sowieso jeder mal tun und lassen, was er will. Irgendwie schon. Ist ja dein Projekt, nicht meins. Ja, nee, also ich muss schon sagen, bei mir wird es halt so sein, ich nutze meine GoPro, ich habe jetzt bei meiner GoPro erstmal die Ladeklappe abmontiert. Also diese, weil meine ist ja schon von Haus aus wasserdicht, nicht wie die alten GoPros, wo du noch so ein Gehäuse extra brauchst. Ja, ja. Und ja, das meine ich auch. Bist du 10 Meter, glaube ich, ohne Gehäuse und dann muss man mit Gehäuse. Irgendwie so war das. Ich meine, ich nutze meine wahrscheinlich eh nicht zum Schwimmen, ich wüsste halt nicht wozu. Ja, ich kann auch nicht schwimmen. Na, gut, das kann ich schon. Nee, zum Tauchen oder so wäre es halt, glaube ich, noch so geil, wenn man irgendwie. Ich gehe im Sommer auf Italien und. Also, wenn das Corona zulässt, natürlich. Ich wollte gerade sagen, Alter, okay. Und da würde ich. Ich weiß gar nicht, ich werde doch nicht mal tauchen gehen, Alter. Ich habe nicht mal irgendwas zum Tauchen. Ja, die Sache ist halt. Ja, aber es ist halt einfach praktisch, wenn die irgendwie ins Wasser fällt oder so, dass die nicht direkt kaputt ist. Ja, bei mir ist halt so, ich habe so ein Set mir noch dazu gekauft im Internet, wo man so alle möglichen Teile hat. Das ist ein 50-teiliges Kit. Ja, ja. Das ist auch so ein Gurt, den du dir ummachen kannst und dann hast du das so dann so um den Bauch und so. Das ist das Einzige, was ich nicht habe und das brauche ich noch. Ja, das kostet nicht viel. Ja, ja, das kostet so ein bisschen was. Und sonst gibt's immer noch Plan B. Einfach mit Panzertape. Nee, nee, da hast du auch sowas dran, was du dran machen kannst, damit, wenn die quasi dir aus der Hand rutscht im Wasser, dass die einfach oben schreibt an der Wasseroberfläche. Ja, ja, aber macht die das nicht sowieso? Ist die nicht so. Ah, nee, gut. Ist wahrscheinlich nicht so leicht, oder? Nee. Die ist nicht leichter als Wasser. Wasser ist schwerer als GoPro. Nee. ja, also. Ah, nee, leichter, scheiße. Ja, nee. Eben drum ich. Ja, doch, ja. Ja, und deswegen, genau. Oh. Ich habe halt das abschrauben müssen, damit ich die in diesem quasi Teil haben kann, in diesem Kasten, ne? Damit man die auf so ein Stativ machen kann, wie ich es hier habe. Und da musste ich das halt abmachen. Und ja. Perfekt. Damit ich das quasi währenddessen auch an den Strom anschließen kann. Das ist so das Einzige, weswegen die 5 ein bisschen gehatet wurde, dass der Akku so langsam so wenig hält. Aber für so, ne, das reicht für eine Stunde Aufnahme. Und Ich wollte mir eh noch Ersatzakkus kaufen und. Ja, ich mir auch unbedingt. Sache ist halt so, ich benötige auch nicht mehr als eine Stunde, weil, wenn ich streame, dann habe ich sie am Strom angeschlossen und. Nein, mein Speicherplatz ist voll auf der Festplatte! Meine Aufnahme ist gerade abgestürzt. Ja, ich muss kurz auf meine Festplatte gehen und Platz machen. Perfekt, Alter. Aufnahmen. Was haben wir denn hier, was Müll ist? Was hier ist alles Müll? Ah, warte, jetzt muss ich gucken. Okay, was wirst du jetzt eigentlich an unseren Tannenbaum machen? Wir können eigentlich schon so Blöcke. Ich bin dabei, währenddessen zu bauen. So, währenddessen du sich dir denkst, dass du AFK chillen kannst, ne? Ja, ich suchte das Villager drauf, aber ich bin einmal im Kreis gelaufen, jetzt wieder zu Hause. Und hab's nicht gefunden. Cool. Dieser Wald ist so irre. Oha, Alter. Aber ich kann leider nichts dazu beitragen. Ja, gewahre, weil ich kann ein bisschen Fackeln anmachen. Nein, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Also das machen wir zum Schluss, aber okay. Ich habe keine Wolle mehr, aber wir hatten Wolle irgendwo. Ich habe nämlich hier jetzt weiße Wolle, jetzt sogar hellgraue Wolle. Naja. Also hier. Robert! Warte, ach so, ich STRGQ geht schneller. Nee, aber ich wollte nicht alles geben. Ich mach hier noch so. Da nicht dran. Oh, okay. Ja, Digga, wer hängt denn weiße Kugeln oder weiße Sachen an den Tannenbaum, Alter? Meine Großmutter immer. Die eine macht immer rote Silber, Kugeln und die andere macht immer. Ja, okay, Silber. Silber ist nicht weiß, mein King. Ja, doch. Alles dasselbe. So. Ich brauch noch mehr. Oh,
Lass den Drachenkopf. Ja, tut mir leid. Ich konnte es bedenken, dass du den abmachst, weil du ihn einmal hittest. Ja, ich dachte so eben, es geht nicht. Also ich wollte, also ja. Wir könnten auch einfach als weirder Flex. Ja, Goldblöcke dranhängen? Nee, einfach das. Schön feierlich, oder? Boah, finde ich. Boah, lol, Alter! Oh mein Gott! What? Ja, das ist der von unserer Mutterdrache. Alter, okay, den lassen wir so dran. Weil man mal einfach durchgehen kann. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gewesen. Oder bist du jetzt hin? Den lassen wir so. Alter, nee, warte. Ich kümmere mich darum. Jetzt höher hängen. Hä? Aber ja. Wieso? Da steht ja Stage 5. Achso. Achso. Ja, Digga, das ist halt eine hohe Stage gewesen, das Ding. Alter. Boah, das sieht halt schon crazy aus. Wir haben doch rote Blumen gehabt. Das kannst du doch nicht. Redstone funktioniert doch auch, oder? Kann man Redstone als Farbstoff nehmen? Nee. Glaube nicht. Sicher? Nee. Ich weiß, dass man aus Lapis Farbstoff machen kann. Aber ich dachte, wir haben hier roter Farbstoff. Du hast roten Farbstoff. Nee, hier in der Kiste. Achso. Wieso das wieder legen? Du bist einfach blind. Wo ist denn hier? Achso, da einer. Aber ja. Einer. Ah. Ja, einer halt. Immerhin, besser als nix. Okay, ja, ich habe auch noch zwei. Hier ist noch. Hast du blau? Hast du lila, also pink schon so? Guck doch an den Tannenbaum. Ja, hab ich. Achso, scheiße. Welche Farbe hast du denn noch nicht? Ja, rot. Und davon haben wir nur eine Wolle. Perfekt. Ja, reicht, oder? Nee, warte, Joa, ich würde noch ein paar Laternen dranhängen, wobei Laternen bei mir kacke aussehen. Gib mir mal Fackeln. Ja, wie viel hast du jetzt? 6. Okay, danke, das sollte reichen. Okay. Dann spam ich weiter. Ich habe ganz komische Sounds bei mir die ganze Zeit. Ach, die Fackeln kann man ja gar nicht in Laub platzieren. Was ist mit dir? Oder? Habe ich kurz an meiner eigenen Rotze verschluckt. Achso, ich dachte zu viel geraucht. Ja, das auch. Immer noch. So, das müsste doch jetzt fancy aussehen hier. Ja, komplett dumm, egal. Okay. Das stimmt, du bist komplett dumm. Alter, es sieht. Ah, besser als kein Tannenbaum. Guck mal, wir sind ist die so, einzigen, ist so. Tannenbaum haben. Aber willst du diese Fackel da unten wirklich haben? Die unten am Stamm? Ja. Ich glaube, die sehen nicht so geil aus. Aber ich finde, das sieht dann bestimmt cool aus, wenn das so leuchtet. Ja, gut. Ey, das ist ein schöner Tannenbaum. Ja, es geht. Aber es gibt schlimmere. To be honest, es ist komplett hässlich. nein, Leute. Aber irgendwie auch nicht, ne? Irgendwie sieht schon. Man weiß, dass es so ist, aber man will es nicht sagen, weil es dann irgendwie traurig ist. Genau, ich gehe jetzt hier auf unseren Drachenkopf und genieße die Aussicht. Oh, ich bin durchgefallen. Du gehst in den Drachenkopf. Aua. Aua. Erst mal so voll den Crit und dann so rungs und ist aufgekracht. So. Ist auch so eine Falle irgendwie. Ja. Warte mal, habe ich hier noch vielleicht irgendwas? Ja, ich habe hier noch 8 bei roten Mohnen. Wir können noch mehr roten Farbstoff da dran knallen. Er ist wunderschön. Wieso ist da Wasser? Achso, das ist vom Mond. Oh Gott. Alter. Ich habe halt nur so. Ich habe nur so hier über den Drachenkopf geschildert und sehe ich da so Wasser. Dann denke ich mir so, wieso ist da Wasser? Dann gehe ich so einen Schritt nach vorne, dann sehe ich den Brunnen. Da nochmal rot, hier nochmal rot. Hier hinten auf der einen Seite, wo noch gar nichts dran hängt. Und hier unten. Und nochmal ganz da oben. Aber unsere Mine hat gerade Geräusche gemacht. Nee, das war nicht unsere Mine, das sind normale Minekraftgeräusche. Das solltest du wissen. Ja, aber. Kommt das nicht, wenn man in der Nähe ist von... Nein, das ist einmal random. Okay. Auch geil, wie unser Geheimnis die ganze Folge offen ist und du das ständig rausschneiden müsst. Was? Unser Geheimgang war die ganze Zeit offen. Wie macht man ein Brot? Mit dem Crusher. Ach, mit Milch, oh Gott. Also wir haben ja hier noch 10.000 Teig, von daher das passt. Natürlich. Und dann haben wir doch irgendwie viele Karotten auch. Ich glaube, so macht man einen Teig. Mach mal ein Brot, Alter. Ist das hier? Oh, du brennst gerade. Ich brenne. Also ich habe kein Wasser. Hast du aufmerksam beobachtet, ja?
Hier, ich habe noch ein paar Bücher für dich. Schutz 3. Ah, nee, warte mal, das sollst du nicht kriegen. Hä, muss ich die jetzt... Wo sind unsere Öfen hin? Achso, das ist gut in meiner Basis. Hast du dir Looting jetzt eigentlich auf dein Schwert gemacht? Ja, habe ich. Ich habe es einfach genommen. Ich dachte, das ist für mich bestimmt. Ja, habe ich ja... Digga, hast du mir zugehört? So gefühlt nicht, oder? Das sagen in letzter Zeit alle. Ja, und Digga, ich weiß halt nicht, wieso. Unaufmerksam sein. Oh, ist harter. Was? Nee, ja, ist so. Ist eigentlich nicht zum Lachen. Das stimmt. Ganz gut erkannt, mein King. Ich bin eben trotzdem aufmerksam. Aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Oh, ich bin so glücklich, ne? Ich habe mir. Also, ja. Wegen diesem Pannenbaum. Nein, ich habe vor uns, bevor wir die Aufnahme. Also, bevor ich mit dir dann zusammengekommen bin zum Gespräch, habe ich eingekauft. Weil, du musst dir vorstellen, ich hatte sehr gute Kopfhörer von einer guten Firma. Die auch sehr teuer waren. Und er hat mir extra, als ich die gekauft habe, mir so eine 2 Jahre komplett Schutz dazu gekauft. Ja, ja. Und was auch gut so war, weil ich habe die mir zu, von einem Jahr genau, also ich habe mir die einen Tag vor Silvester bestellt und am nächsten Tag waren die auch da und haben mich frühs um 8 aus dem Bett geklingelt, weil der Postbote geklingelt hat. am 31. Dezember. Und dann habe ich die so getestet, die waren so geil, weil die haben Noise Cancellation, das heißt, ich höre nichts davon draus, wenn ich die reinnehme. Ja, ja. Und ich liebe solche Kopfhörer, die haben halt 200 Euro gekostet. Beziehungsweise gar nicht, die haben 100, 180 gekostet. Ja gut, das sind ja fast 200. Ja. Und diese Kopfhörer sind halt angekommen, ich habe die benutzt und dann so nach einem Vierteljahr bin ich so durch die Wohnung gelaufen, hab mir meinen Fuß, also mit den Kopfhörern drin, hab mir meinen Fuß an unserem Esstisch eingehauen, mach mit meinem Kopf so einen Satz nach vorne und mir fliegt der eine genauso aus dem Ohr, weil ich aber die ganze Zeit lag auf dem Kopfhörer und der deswegen so ein bisschen locker geworden ist. Und dann war der so locker, dass er mir rausgeflogen ist und genau in ein Glas mit Wasser geflogen ist. Genau in dieses eine Glas Wasser. Und dann war der kaputt. Das gönn ich dir von Herzen. Dann habe ich die eingeschickt und die Firma meinte so, ja, wollen sie ein neues Paar zugesendet haben oder wollen sie das Geld zurückhaben? Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein neues Paar zugesendet, wieder mit Schutz. So, und dann habe ich zwei Tage danach eine E-Mail bekommen von denen, wo die mir gesagt haben, ja, tut uns leid, wir müssen ihnen leider ihr Geld zurücküberweisen, weil die Firma insolvent angemeldet hat und die keine Kopfhörer mehr produzieren. Ich dachte mir so, nee, oder? Weil diese Firma war so geil, das waren die besten Kopfhörer, die ich je hatte. Okay. Und ja, dann haben die halt Insolvenz angemeldet und haben halt gesagt, sie sind pleite gegangen durch Corona halt. Und dann habe ich halt jetzt so vom Kurzen, was ich nicht mitbekommen habe, also habe ich mir einfach Billig-Kopfhörer auf Amazon bestellt für 30 Euro, die habe ich jetzt lange getragen und jetzt gehen sie einfach kaputt. Der eine geht halt einfach nicht mehr. Aber ich meine, was erwarte ich bei 30 Euro Kopfhörern? Die waren einfach auch kacke vom Klang her, aber es war besser als gar nichts. Lass uns mal kurz schlafen gehen. Okay. Und dann habe ich mir jetzt habe ich mal geguckt, die Firma hat kurz nachdem sie Insolvenz angemeldet hat, haben die einen neuen Sponsor gefunden. Das ist eine Firma aus Dänemark. Und die Firma hat einfach direkt danach ein Nachfolgerprodukt von den guten Kopfhörern rausgebracht und das habe ich mir heute einmal bestellt. Die waren auch scheiße teuer, aber ich habe jetzt wieder geile Kopfhörer und die kommen morgen einfach schon an. Das ist richtig geil. Freue mich richtig drauf. Ja, das glaube ich. Also weil ich also auch beschenkt zu Weihnachten. Ja. Und die Sache ist halt so, ich bin jemand, ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad in die Schule und auch eigentlich viel mit dem Fahrrad und so, dann höre ich immer gern Musik nebenbei, auch wenn es verboten ist, ich weiß. Illegal. Ich meine, es ist nur auf einem, du darfst nur auf einem Ohr hören. Und darf man das gar nicht, Alter. Polizisten haben dich immer tötet gefühlt. Bei uns darf man das auf einem hören, weil so hörst du ja noch, wenn jemand irgendwie einen Krankenwagen oder so vorbeisaust. Ja, ich glaube, das merkst du auch sonst, Alter. Ja, merkt man auch, deswegen fahre ich. Ich höre nicht so laut, dass ich nichts mehr höre von draußen. Und das Problem ist, ich kann aktuell nicht mit dem Fahrrad fahren und dann muss ich mit Bus und Bahn fahren und da fahre ich immer doppelt so lange. Und ja, und das ist jetzt richtig geil, jetzt kann ich wieder richtig mit Kopfhörern Musik hören in den Bus und Bahn. Ja. Ja. Das ist geil, weil die Sache ist halt so, ohne, wenn du nur mit einem Kopfhörer hörst, hast du sogar absolut keinen Bass, nichts hast du dann. Oh. Ja, das ist so. Und das ärgert mich. Aber ist aber das neue Produkt rausgekommen und ich fühle es so sehr, ich freu mich richtig. Gehst du mit Noise Cancelling auf die Straße, Alter? Tauchst du? Nee.
Definitiv nicht. Sicher. Wieso? Trinkst du Alkohol? Selten. Definitiv? Ja. Nee, ey, ist schon ziemlich selten, ja. Also jedes Wochenende. Ein Bier oder so. Ja, ich wollte sagen, eigentlich jedes Wochenende und bei jedem Video, was er schneidet, so nebenbei. Nee, also wirklich pro Wochenende vielleicht ein Bier. Höchstens zwei. Aber mehr nicht. Ich hasse Alkohol eigentlich. Ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse es, aber trinke ihn trotzdem. Ja, nee, das ist meistens Mischgetränk. Weil das kannst du irgendwie noch irgendwie Sprite reinmachen oder Cola oder so. Dann riecht das nicht ganz so schlimm. Oder schmeckt mehr. Ja. Hä, leckt der Server oder kann ich dein Pferd nicht reiten? Ich glaube, du kannst es nicht reiten. Also bist du nee, irgendwie nicht. Hey, du warst ja gerade drauf. Es hat keinen Sattel. Ich kann es trotzdem reiten, guck. Ja, da war ich auch drauf, aber es hat halt keinen Sattel gehabt. Oha. Aber ich hatte doch letztens hier es irgendwo einen Sattel. Ich glaube, das war unten in unserem geheimen Lager. Digga, was ist mit dem was ist mit dem Pferd? Wir haben es kaputt gemacht. Das macht jetzt ein Wheelie die ganze Zeit. Really? Was? Machst du das auch bei dir? Also macht das Pferd auch bei dir? Weiß ich nicht, ich sehe es nicht, ich bin gerade nicht da. Wo bist du denn? Unten im Lager. Also. Und suche die Sättel. Digga, was? Hä, das kann doch nicht sein, dass die Sättel plötzlich weg sind. Digga, ist die kann man auch craften, aber. Hä? Wir hatten doch noch voll viele Sättel. Das ist mein Pferd, Alter. Genauso eins will ich meinen Real Life haben. Was einfach nur Wheelie macht. Das ist ein Zweibeiner. Hat nur Heckantrieb, ah ja, Alter. Craften. Eisen, Faden und Leder. Alter, okay. Bruder, was ist mit dir? Kannst du mal oben gucken, ob wir einen Faden haben? Was willst du denn craften? Ein Sattel. Wieso? Wir haben Sättel. Ja, wo? Bei den Rüstungen. Wir haben drei Sättel. Oh. Du bist auch komplett los. Ja. Wo ist das Pferd jetzt hin? Ach, hier. Nein, es hat aufgehört. Nein. Ach, so, wieso? So, mach mal den Sattel drauf und dann mach ich was. Digga, du schaffst das gleich hier runter. Egal. Dum. Boah, Alter. Guck mal, das hat jetzt aber eine goldene Pferderüstung. Oha. Sieht krass aus. Oder wir hören mal. Wir können auch einfach mal. Das hat ja auch ein Inventar. Nee, hat's nicht. Diamantpferderüstung. Crazy Lamas haben ein Inventar. Wenn man noch Kisten dran macht, hat es noch mehr Platz. Ich will auch mein Pferd haben. Deswegen behalte ich die Diamantpferderüstung und gebe deinem Gold. Ihre. Okay. Wollen wir zum Schluss vor den Tannenbaum stehen und. Ja, die haben. Ich glaube, dein Pferd hat einen Unfall. Ich schub's euch beide runter. Ja, die Sache ist, ich glaube, wir würden es sogar beide überleben, ne? Außer ich. Weil ich habe keinen Federfall. Ja, du nicht, aber dein Pferd würde es überleben. Wie da kann man hier eigentlich an den Rand gehen? Nein, Red. Ja, das geht halt, glaube ich, locker noch ein Stück, ne? Ich brauche mal F5. Digga, das geht ja gar nicht. Hätten. Ja, das ist kaputt. Nein! Oh! Halbes Herz! Du hast aber Damage bekommen. Ja, ich weiß, ich bin daneben gefallen. Ja, dein Pferd hängt. Guck mal, das hängt aber so fest drüber. Ich hab ein halbes Herz. Okay, komm, wir gehen von hinten. Haha, Karma. Ich hab nur ein Herz Schaden bekommen. Ja, das ist Federfall. Ich bin schon wieder voll. Ich bin noch nicht mal ich voll. Ja. Nur nicht mal ich voll. Ja, steht jetzt halt da am Rand, wenn es einfach von alleine runterläuft, bin ich schuld. Dann ist es Selbstmord. Genau. Helfen wir nach mit einem Pfeil. Nein, schnell weg. Alter, das Pferd ist übel. Alter, das kann ja übel hoch springen. Ja, ach nee. Ich höre aber deine Leertaste nur so klack. Ja, ist so. Meine Tastatur ist so laut, Alter. Unnormal. Meine eigentlich auch, aber ich habe so eingestellt, okay, dass ich nicht hört. So, Pferd, du bleibst jetzt bitte hier. Und ich nehme dir noch. Digga, was ist denn jetzt los? Kannst du die Pferderüstung dran lassen? Ja, ach so, weil ja, aber ich wollte den Sattel wegnehmen, so. Ich komm jetzt nochmal weg, so. Du kommst, du bist schon angebunden. Ja, oh, hab ich scheiße, warte. So, kurz die Wand eingeschlagen. Okay, so Red, komm mal bitte zu mir. Ja, oh. Was hast du für abschließende Worte? Für ins Neue. Ja, das auch. Ich hab mal eine kurze Frage. Kannst du mal bitte, also du lässt nur deine Rüstung an und jetzt sagst du mir, was mehr Damage macht. Guck mal auf dein Herz, du bist voll, ja, oder? Nee. Dann ist mal. Wie viele Herzen hast denn du? Jetzt bin ich voll. Okay, sag mir, was mehr Damage macht.
2,5. Ich sehe es ja oben auch an deinem Herzen, warte mal. Hast 2,5 und jetzt? Warte, ich muss noch essen. Oh, ich habe an dein Leben geschlagen, null. Gut, so, ich bin voll. Hast du noch ein halbes Herzschaden? Bei mir noch nicht. Ich bin voll. Ich bin komplett voll. Bei mir noch nicht. Ja, aber ich in Real Life bin voll, jetzt, Mann. Jetzt aber hier. Ja, auch 2,5. Ah ne, aber das Feuer macht noch Schaden. Ja, okay. Oh Gott, ich bin Third Person, warte mal, Hilfe. So. Das heißt ja, das hier müsste ja genauso viel Damage. Ja. Alter, das macht noch mehr. Nein. Ja doch, bei mir hat das voll viel Damage gemacht. Digga, hat's nicht, du warst nicht voll. Ach so, stimmt. Okay. Da haben wir Direktheilung 2 Trinker, aber ich will noch kurz einen Screenshot davon machen für Thumbnail, weißt du. Ich stehe hier vorne, okay. Ich auch. Zack. Och, was ist das denn? Was man in die Hand nehmen kann? Nee, gibt's nicht. Weird. Dann nehme ich gar nicht. Ich habe eine Fackel in der Hand. Ich drop einmal kurz das. Das sieht man nicht. Oh, bei. Doch, das sieht man. Doch. Also, ich finde mein Helm so geil, man. Ich sehe kaum raus. Ja, bei mir passt perfekt, ne? Ja, bei mir sind aber so die Augen verdeckt und ich sehe nichts. Ich bin blind. Mit Third Person irgendwie versuchen wir irgendwas zu schlagen, Alter. Wieso? Mach doch einfach so wie ich. Schlag gegen die Kamera. Also, ich krieg den Baum nicht komplett drauf. Lass uns mal noch ein Stück vorgehen, dass wir den Baum haben. Alter, so umständlich so. Hier wieder. So ist perfekt. Machen wir, wie sagt man dem? Vom Boden aus. Die Froschperspektive, voila. Aua. Bruder, wieso hittest du mich immer? Ja, weil ich's kann. Das ist eine wieder Aussage. Wenn du mich hitten würdest, würdest du Schaden bekommen. Wie habe ich dich gerade gehittet? Weil ich durchgelaufen bin. Ah. Okay. Aua. Das war's, Leute. Oder noch nicht? Aua. Oder ich sterbe hier noch. Alter, ich kann. Ich mach halt nicht mal Damage, ne? Doch, du machst mir jedes Mal ein halbes Herz. Ich hitte dich mit meiner Hand. Ah ja, jetzt nicht mehr. Aua. Jetzt schon. Mein Schaden bekommst du jetzt so zack. Huch. Naja. Ja gut, Leute, das war's in der Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Schaut. Ich auch. Nein, das war's noch nicht mit der Folge. Ich kann keine Abmod machen, weil unser Geheim gelaufen ist. Lul, und man das sehen würde. Lul. Da musst du wirklich jetzt drauf achten, dass du es nicht in der Folge zeigst, dass der Geheim. Nee, bei mir sieht man das nie. Ich habe überall darauf geachtet. Man sieht es nicht. Genau. Man hört es, wie du immer sagst. Also. Oh. So, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne nächstes Mal wieder bei mir und Mikeking vorbei. Ich bin ein Drachenpilot, Alter. Und du bist ein Bruchpilot. Und ich sagen wir da auch noch rein. Ciao, ciao. Tschüssi. Digga, der Bruchpilot-Joke, der war geil.